Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück in Halam Chiral auf dem Ball. In Orlé findet das Ganze statt. Wir suchen ja eigentlich einen Attentäter. Ja, aber währenddessen sich Liliana irgendwelche Schuhe anschaut, verkommt Cullen hier zum Schnuckelboy, zum Star dieses Abends. Es ist nicht so ganz einfach, hier auch die Etikette zu wahren, sage ich mal. Aber es läuft alles recht gemächlich. Ja. Der einzige Überlebende im Tempel der Heiligen Asche. Ja. Ja, so kann man es auch sehen. Ja, also es läuft ja alles ein bisschen gemächlicher ab, ein bisschen ruhiger. Wir lauschen der Musik schon seit 2 Folgen. Aber es ist auch mal ganz schick, muss ich sagen. Hübsch, hübsch. Ist auch ein riesiges Schloss hier einfach. Hier waren wir jetzt, glaube ich, schon. Gibt's hier noch was? Nee, aber die Wachen sehen auch irgendwie... Man könnte die überhaupt gucken, wenn die kämpfen müssen, denn das funktioniert doch gar nicht. Huch, das ist geruckelt. Aha. Das sieht aber nicht so hübsch aus, da hinten. Das hätte man noch ein bisschen detaillierter machen können. Jetzt werde ich nochmal die Balkone abklappern. Oh, das ist ja mal Etikette wahren hier, ne? Hier ist ein Saufgelagere. Ich habe auch den Bullen noch gar nicht gefunden. Also wir haben jetzt dabei den eisernen Bullen, Cole und Vivienne. Gibt es etwas Neues von eurem Neffen? Nichts, seit sein Regiment in die Schlacht gezogen ist. Entschuldigung für die Huster. Vivienne haben wir schon gefunden. Mit Josie haben wir auch schon gesprochen. Es war vermutlich nicht klug, ausgerechnet auf diesem Ball zu erscheinen, Yvette. Ich wollte nicht kommen. Mutter hat mich gezwungen. Wenigstens gibt es in Halam Chiral hübsche Gärten. Sie sind ja so reizend. Ich habe gleich mein Pergament gezückt. Ach, nicht schon wieder ein Gedichtband. Ja, also die Schwester von Josie ist auch da. Ja. Josie, ist noch was? Inquisitor? Hallo. Nix mehr, ne? Haben wir eigentlich schon gefragt. Genießt ihr den Ball? Ich treffe viele. Ja, haben wir. Die Tanzerei langweilt mich, euer Gnaden. Aber die Galerie der Kaiserin ist überwältigend. Yvette? Tut mir leid, Josie. Wir sehen uns dann später. Bis zum nächsten Mal. Also wir müssen hier immer noch Hinweise auf den Attentäter eventuell finden. Es gibt da jetzt schon ein paar Vermutungen. Ach, verdammt, stimmt. Allerdings glaube ich nicht... Ja, Gaspar, Verale und so. Untergang. Ja, es gibt hier also Selene, die Kaiserin von Orlé, und der Gaspard, ihr Vetter, ist halt eben so der militärisch angehauchte Typ, der auf jeden Fall auch auf den Thron möchte. Es sind ja hier eigentlich Friedensverhandlungen. Ja, perfekt, um hier halt einen Mörder einzuschleusen, der irgendwie von Corypheus kommt. So, das hier ist alles neu für uns. Manchmal sehen die echt... alle gleich aus. Aber schön. Eigentlich sind die... ganz. Ups. Hab ich... Hey, psst. Hör nochmal zu, los bitte. Das ist ja, nochmal zu. Auf keinen Fall kannst du das machen. Du musst nicht mit dir hingehen. Komm, dann. Du tötest dich auf der Fahrt. Du musst das verstehen. Man kann das. Wie langweilig. Ja, hier kommen wir auch her, weil ich sehe gerade die Zwerge. Ich bin falsch gelaufen. Ach ja, ja. Gleich mal hier bin... nutzen. Vivienne? Liliana? Ja doch, ich muss nochmal durch, ja. Oh. Ansehen bei Hofe. Wer war das jetzt gerade? Hm, mach dich auf. Vivienne. Bei Vivienne ist irgendwas im Hintergrund. Hier kann ich aber nicht rein. Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich erfuhr, dass mein zweiter Ehemann, Philipp, vom Pferd gestürzt war. Können wir jetzt vielleicht mit der Witwe hier reden? Vielleicht ein andermal. Oh, nee. Durchsuche die große Bibliothek nach Informationen über die okkulte Beraterin des... Kalida Zuris Yabash, älteste Tochter des Ghana von Dasmut und rivenische Botschafterin am kaiserlichen Hofe. Das Problem ist, ich habe keinen Schlüssel oder wie irgendwie sowas. Wie ist denn dieser Diener schon wieder? Oder muss ich jetzt dahin? Das wäre jetzt so. Stimmt es, dass man drastisch den Inquisitor aus dem Licht gerettet hat? Ich mag diesen Großherzog nicht. Du würdest dich niemand heute so viele Jahre. Sie sprechen alle durcheinander.
Gehirnknoten Deluxe. Ich muss auch nochmal zurück. Aber ich bin eigentlich nicht in die große Bibliothek gerade gekommen. Also in dem Part davor haben wir, die ganzen Türen sind alle zu irgendwie. Der Gastflügel ist auf. Jetzt auf einmal. Oh, na warte. Entdeckt Halle der Helden. Oh, gleich. Das machen wir gleich. Dann lass mich mal kurz in die Bibliothek. Die war doch hier oben. Hier oben war die. Finde einen Weg in die Bibliothek. Versperrt, versperrt. Also müssen wir durch den Gästeeingang gehen. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Und wie gesagt, den Bullen und Cole müssen wir auch noch finden. Die Halle der Helden. Krieger, Träger, gut was? Befrage die elfischen Bediensteten. Wo sind denn welche? Huch. Eine Caprice. Ich sollte mich umsehen. 2 von 15 Caprice-Münzen. Was? Gesindequartiere und herrschaftliche Gemächer. Na, verforderten Schlüssel. Flüsternder Elf. Wir servieren keine Getränke. Belästigt jemand anderen. Entschuldige. Gucken, wo wir zuhören können. Das Paket ist im Gästeflügel. Im oberen Zimmer. Beim Garten? Mit der Statuette? So, so ist das. Im Garten, das war ganz am Anfang. Oh, und jetzt ist das hier auf. Ui, sind das hier viele? Hallo? Ja, ich hab. Willst du mir mal mitteilen, was du hier eigentlich von dir gibst? Oh, hübsch. Oh, diese Partikeleffekte. Ist wie ein Zauber. Wirklich schön. Du wirst dich nicht mehr lang wie dem Prinz tiefer in dem Schlaf unter dem Platan. Ich darf mich nicht sehen, Sir. Du wirst dich dann mal bei mir. Das musst du gar nicht. Den ganzen. Ich bin nicht ohne Sehensbeschränkung. Teilweise. Was für eine Zeitverschwendung. Das ist teilweise echt verstörend. Gaspard vergeudet. Hey, bleib mal stehen. Ich hab hier irgendwas. Philipp hätte schon seit Stunden zurück sein sollen. Mhm. Er schäkert vermutlich mit den Dienstmädchen, während ich Gaspards Gehässigkeit ausbaden muss. Es ist schon der zweite, der fehlt. Dieser Florian. Ich kann den nicht aussprechen. Florian. Keine Ahnung, der fehlt auch schon. Ich kann mir Gaspard überhaupt nicht gehässig vorstellen. Was ist passiert? Der Großherzog hegt einen Groll gegen den Rat, weil ihm seine Mitglieder die Krone verweigert haben. Er hat ihnen mit dem Tod gedroht, wenn sie sich erneut gegen ihn stellen. Jedem Einzelnen und dem Rat als Ganzem. Gemeinsam mit ihren Vasallen. Ansehen bei Hofe. -50. Du hast soeben Ansehen bei Hofe eingebüßt. Üblicherweise das Ergebnis eines zu direkten oder zu schroffen Vorgehens. Ist das Anwesen bei Hofe zu niedrig, wirst du des Balls verwiesen. Aus welchem verschlafenen Nest kommt ihr denn? Das weiß doch jeder. Entschuldige, das ist jetzt nicht so mein Milieu hier. Oh, hier können wir wieder lauschen. Hübsch. Hör mal zu, du musst bitte. Hör mir mal zu. Kannst du das machen? Du musst nicht mit dir gehen. Komm, dann du das nicht auf der Fahne. Du musst das verstehen. Niemand kann das. Wie langweilig. Ach stimmt, es gibt 6 Ratsmitglieder, die auch hier sind. Kompendium des Olesianischen Theaters, daraus haben wir schon mal vorgelesen. Ein Zelt. König Drakon sieht sich die Krone in seinen Händen von allen Seiten an. Sein getreuer Vetter, Hauptmann Aschan, tritt ein. Euer Majestät, die Armeen stehen bereit. Was ist mit dem Feind? Die Verderbten sammeln sich auf dem Hügel. Es sind mehr, als wir je zuvor gesehen haben. Sind sie uns zahlenmäßig überlegen? Ist das eigentlich eine Frage? Andrasse hat uns mit diesem Glauben gerüstet, sagt der Hauptmann. Unsere Verbündeten sind eine Woche von Cumberland entfernt. Wir haben die Unterstützung des Wortes des Erbauers. Daran zweifle ich nicht.
und doch runzelt ihr die Stirn. Drakon wirft seine Krone zu Boden. Hochmut hat unsere Prophetin getötet. Ihre heiligen Worte sind alles, was uns noch bleibt. Wer soll sie weiter in die Welt tragen, falls uns der Sieg verwehrt bleibt? Wer wird den Gesang des Lichts verbreiten? Vetter, die Armeen warten. Beim Erbauer, ja, auf eine Seele, die würdig ist, sie zu führen. Drakons Schwert, eine Betrachtung des Lebens und der Geschichte des Vaters von Orlé, von Marquis Verriet, oder Freyet. Es verwundert nicht, dass das Leben Königs Drakon eine der beliebtesten Geschichten in Orlés ist. Nachdem er sowohl Orlé als auch die Kirche gegründet hatte, kämpfte sich der charmantische junge Adlige die restliche Zeit seiner Herrschaft Freyets Stücke sind deshalb so bemerkenswert, weil sie den Gründer von Orlés erstmals nicht als ein überhöhtes Ideal darstellen, sondern als einen Mann, der, wie wir, alle von Zweifeln geplagt wird. Einige oberste Klerikerinnen versuchten, das Stück verbieten zu lassen, da es angeblich den gegenwärtigen Zustand der Kirche kritisierte. Doch Drakons Schwert war sowohl beim Volk als auch bei dem Adel zu beliebt. Und so ist es bis zum heutigen Tage ein fester Bestandteil des Orlesianischen Theaters. Aus dem zweiten Band von Magister Apellinar. Kompendium, ja jo. Ja, habe ich schon gehört. Eine Caprice-Münze. 3 von 15, ey, ich werde nicht alle finden, ich glaub's nicht. Der Rat? Ein Ratsmitglied? Sieh an, der Inquisitor. In diesen Hallen als Gast meines Neffen. Sehr kurios. Deines Neffe? Ja, der Gaspard, ja. Gaspard ist dein Neffe? Ich wusste nicht, dass der Großherzog euer Neffe ist. Er ist der älteste Sohn meines Bruders. Er war immer ein schwieriges Kind, dieser Gaspard. Hat nie zugehört oder getan, was man ihm sagte. Er wurde zum Prinzen erzogen. Sein ganzes Leben lang erzählten wir ihm, er würde eines Tages Kaiser sein. Das war sein Schicksal, seine Pflicht. Was sollte er sonst mit seinem Leben anfangen, als um sein Schicksal zu kämpfen? Oh mein Gott, ich verliere immer mehr Ansehen. Erzählt mir vom Krieg. Was könnt ihr mir über den Bürgerkrieg sagen? Falls ihr euch Einblicke erhofft, fragt ihr den falschen Mann. Es ist eben ein Krieg. Brutal, schrecklich und mitunter unnötig. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und was habt ihr gesehen? Ist euch heute Abend irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Meine Nichte Florianne, sie hat den ganzen Abend nicht mit mir gesprochen. Das ist sonst gar nicht ihre Art. Die Florianne wird auch schon vermisst, ne? Wir reden ein andermal, mein Lord. Ansehen bei Hofe, wer mit Geld um sich wirft. Ja. Tafel lesen. Huch. Cordillus Drakon. Gemalt im Jahre 127 des göttlichen Zeitalters von Emile de Rouville. Kaiser Cordillus Drakon der Große, angefertigt von Juliette Corot zur Feier des 800. Jahrestages der Gründung des Reiches von Orlé. Na gut, ne? Also ganz typisch armeebehaftet auf einem Streitross, bläst zum Angriff, zum Horn, versammelt seine Truppen etc. pp. Ich merke schon, dass das braucht sehr lange, weil wir hier uns alles anschauen wollen. Gut zuhören. Ja, mache ich. Ich mache euch das für 2 Folgen pro Tag. Ich hoffe, das ist okay. Hier war das ja... Warum zählt das manchmal nicht? Müsste jetzt nicht irgendwie Geheimnisse kommen? Nichts als Tratsch. Shepard, wenn du meinst. Warte mal, jetzt lass mal kurz gucken hier. Da gibt's... Ach, die eiserne Bunde steht hier. Am Gästeflügel, und das ist im Gästeflügel des Winterpalastes, lassen sich womöglich weitere Informationen über Korypheus Spion finden. Ich bin auch sehr gespannt, wen er da überhaupt geschickt hat. Hier die linke, die rechte Seite müssen wir auch noch auskundschaften. Im Gästeflügel, das ist das des Winterpalastes, lassen sich womöglich weitere Informationen über den Spion finden. Na prima. Gehen wir mal den Bullen besuchen. Hey, Bulle. Soll ich irgendwas für euch töten? Die Adligen machen sich nämlich über mich lustig und denken, ich merke es nicht. Wenn das so weitergeht, mache ich mir aus irgendeinem Schädel eine Maske. Macht das. Ist okay. Gefallen euch die Masken? Was haltet ihr von den Masken, die Adligen tragen?
Sie eignen sich nicht als Verkleidung, weil sie den Mund nicht verdecken, die Körpersprache nicht verbergen. Zum Lügen taugen sie also nichts. Und aus modischer Sicht, schwer zu sagen. Ich habe schon Dümmere gesehen. Ja, zum Beispiel das, was wir tragen, ne? Oh Mann. Seht euch das hier mit den Augen eines Ben Asrat an und sagt mir, was ihr seht. Ein Trauerspiel. Alle wollen verzweifelt überspielen, dass sie in albernen Kostümen herumlaufen. Das macht es schwieriger, zwischen dem normalen Geplänkel die gefährlichen Lügen auszumachen. Oh, aber die beiden da drüben, die mit den silbernen Masken. Die Frau hat was mit einem Adligen und der Mann treibt es mit zwei Dienerinnen. Schön, dass du das schon weißt. Ja, aber er hat vollkommen recht, ne? Also mit dem ganzen Gehabe und Getue. Liliana, für Liliana ist es eine Kunst und für Josephine ebenso. Fällt euch hier irgendetwas auf? Vor allem diese gewürzten, kandierten Nüsse. Mm. Sie schmecken süß, bis man sie schluckt. Und dann, peng, sind sie scharf. Außerdem gibt es in Orlais wirklich rassige Rotschöpfe. Wobei mir persönlich die Mägde lieber sind. Die sind nicht so stark geschminkt. Aber keine Spur von den Mördern. Ja, das, worum wir hier eigentlich da, also hier sind, ne? Wir reden später weiter. Ich bleibe hier und esse. Ist eine gute Idee. Würde ich auch machen, wenn ich könnte. Ein flüsternder Elf. Ja, genau, wir müssen ja hier ein bisschen zuhören. Ihr solltet nicht hier sein, Fremder. Ja, das mag sein. Huch. Er hat es nicht abgeholt. Dabei ist es schon Stunden her. Er ist in den Gesindeflügel gegangen. Da ist heute den ganzen Abend niemand wieder rausgekommen. Ich informiere Briella, dass etwas nicht stimmt. Aha. Im Gesindeflügel? Grüne 9 ist das groß hier auch alles. Rollsiegel aufheben. Na sowas. Was haben wir denn hier? Forschung in Halam Shiral Hinweise. Clara, Küchenhilfe. Betritt den Gesindeflügel über die Haupttreppe um 1.30 Uhr. Das sind natürlich Notizen für den Ablauf. Vernon, Untergärtner, betritt den Gesindeflügel aus der Halle um 2.45 Uhr. Sophie, die Kammerzofe, betritt die Halle 3.22 Uhr. Marius, der Diener, betritt Gesindeflügel über die Haupttreppe 3.45 Uhr. Briala, wir brauchen hier unten dringend Unterstützung. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Also doch was mit ihr. Können wir hier rüber? Schade. Wer ist da? Komm raus! Okay, wir haben schon mal was aufgedeckt. Kaiserliche Wache. Ich glaube, mit dir darf ich oder sollte ich noch nicht sprechen. Mal kurz schauen. Wir müssen hier hinten irgendwie noch hin, ne? Uiuiui. Schnell! Wir dürfen die Delosees nicht so lange auf ihre Getränke warten. Also klar, ich laufe jetzt hier so ein bisschen mehr oder minder auch rum und schaue, dass wir alles aufdecken. My Lord! My Lord Inquisitor! Können wir euch kurz sprechen? Es ist sehr wichtig. Die Kaiserin schickt uns mit einer Nachricht zu euch. Seid ihr Drillinge? Woher weiß ich, ob das stimmt? Woher weiß ich, dass diese Nachricht wirklich von der Kaiserin kommt? Wir tragen alle drei Masken des Hauses Valmont. Sie zeigen an, dass wir öffentliche Vertreterinnen der Kaiserin sind. Außerdem sind sie ausgesprochen schick. Oh, aha. Ja, gut. Es ist mir stets eine Ehre, von Ihrer Majestät zu hören. Oh, die Ehre ist ganz auf Ihrer Seite, Inquisitor. Kaiserin Selene brennt darauf, Andrastus Herold bei seinem heiligen Unterfangen behilflich zu sein. Sie sichert der Inquisition ihre volle Unterstützung zu, sobald der Thronräuber Gaspard besiegt ist. Streicht das heilig, aber gut. Ja, wie nett von ihr. Das ist ein großzügiges Angebot. Die Kaiserin ist fest davon überzeugt, dass die Inquisition in diesen schwierigen Zeiten unsere größte Hoffnung auf Frieden ist. Sie freut sich darauf, eine formelle Allianz mit euch einzugehen. Sobald Gaspard aus dem Weg geräumt ist. Jetzt haben wir euch genug Zeit gestohlen. Bitte. Amüsiert euch auf dem Ball, Inquisitor.
Das mit dem Gaspard ist dann wahrscheinlich mir überlassen, wie ich es wieder regel. Na, klasse. Gästegarten. Ach, der Garten. Und hiervon war auch schon die Rede. Gut zu hören. Danke, Tipp. Es ist echt schwierig. Also ich finde das auch sehr interessant gemacht, mit dem ganzen Lauschen und ein bisschen Spionage zu betreiben, ist mal was anderes. Aber dennoch... Na, das dürfte nützlich sein. Ah ja? 35. Huch. Was ist hier? Achso, Hauptquest. Eine Münze werfen. Die soll ich hier... Ich soll hier alle reinwerfen? Blub. Okay. Blub. Mehr habe ich noch nicht. Tafel lesen. Die Dame der Reue. Sie war die weiseste Dame im ganzen Land. Ihr Rat war geschätzt und bei Tag wie bei Nacht strömten die Leute herbei und lauschten gebannt. Ihren glorreichen Worten voll Wissen und Macht. Die Dame sprach, jenseits von uns ist ein Land so wild. Bar jeder Güte und falsch. Dort findet ihr meine Seele unbewehrt und meinen Schild. Voll Tränen für jenen, die sagen, hier keine Reue, Trauer verhüllt jede Pracht. Weisheit kann nicht wachsen im trostlosen Sand. Ja, Gedichte. Ich war im Deutschunterricht immer sehr schlecht. Weiß eigentlich irgendwer, wie viele Tote es in den Dales gab? Das hatten wir schon. Was blinkt hier? Das da drüben ist die Tür. Und das, wo ich stehe? Was ist das? Gar nichts anscheinend. Hier ist Blut. Sag mal. Hier ist Blut. Fällt das keinem auf? Ach, da oben. Hallerstatuette. Wie komme ich da hoch? Zu grünen Neune. Benötigte... drei. Sag mal, was ist das hier für eine Quest? Plündern. Oh, es gibt mal was zu plündern. Eisen. Nee. Also, jetzt ehrlich... Damit kannst du mir nicht mehr kommen. Interessant. Ihr müsst euch irren. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass da Blut auf den Fliesen war. Ja. Falls das jemandem im Rahmen des Spiels passiert ist, beherrscht er es nicht sonderlich gut. Man hinterlässt keine Beweise, wenn man gewinnen will. Mit Gaspard und dieser Elfin im Spiel? Die einzige, die hier gewinnen kann, ist Celene. Ja, es bauscht sich langsam auf. Ja, das Blut haben wir auch schon entdeckt, ne? Wir sind gut. Ich bin ein Top-Spion. Spindelkraut. Zweimal freue ich mich auch drüber. Ja, die Statuetten holen wir. Sind alle Delong-Safes hier? Hinaufklettern? Ja, es passt. Ich hoffe, warum nicht? Hey, ist auch cool. Sieht mich ja keiner. Die große Bibliothek. Ah, dann haben wir da den Eingang. Ansehen bei Hofe, die Erkundung zugangsberechtigter. Kann sich lohnen, aber entferne dich nicht zu lange von dem Ball, sonst wird es bemerkt und dein Ansehen bei Hofe sinkt. Willst du mich doch jetzt verarschen hier? Ich hole mal schnell die Haller da hinten. Haller-Statuette. Und wir haben noch einen Ping. Briefe eingesammelt, Informationen 7 von 30. Läuft hier irgendeine Zeit oder so? Komm, ich gehe mal schnell in die Bibliothek. Hinweise, Hinweise. Ich darf nicht zu lange wegbleiben. Inschrift. Etienne? Aha, ist ja sehr schön. Revel? Revel. Inschrift untersuchen. Der Pfeil der Zeit fliegt nur in eine Richtung und sein Weg weist uns den Weg nach vorne. Naja, die Zeit halt, ne? Buch herausziehen. Shepard, nimm's. We have no time. Oh lala. Florian oder Florian, keine Ahnung. Judicale, von der haben wir schon gelesen oder von ihm. Ich weiß jetzt nicht mehr. Okay, schnell weiter. Stufe 2.
Brief aufheben. Lady M., ich brauche euch heute Abend an meiner Seite. Die unangenehmen Zwischenfälle... Zwischenfälle im königlichen Flügel haben mir gezeigt, dass es im Palast keinerlei Sicherheiten gibt. Oder Sicherheit. Auch wenn ich nicht damit rechne, dass mein Vetter Magie einsetzen wird, wäre ich doch nicht überrascht, wenn er eine weitere Heimsuchung durch Dämonen herbeiführen würde. Da meine Hofverzauberin nicht hier ist, um mich zu unterstützen, muss ich mich gänzlich auf euch verlassen. Ich kann niemanden anderem mehr trauen, Selene. Lady M. Schleierfeuer. Wieso gibt's hier ein Schleierfeuer? Wieso? Ein Ofen? Verdammt, ist hier irgendwo eine Rune? Okay, den Vorfällen nach. Ja, ich weiß, mir rennt die Zeit davon. Ich hab's bemerkt. Dankeschön. Geh mal durch. Ich bin wieder da. Ah ne, ist ja immer noch die Bibliothek. Oh meine Güte. Öffnen. Ich bin kein Schurke. Das habt ihr euch ja schön und lustig vorgestellt. Haha, wir verarschen Shepard mal. Brianna, ja. Do you think? I know. Pia. Ping. Skandalöse Bestechung. La la. Wie skandalös. Hier kann... Buch. Nachforschung Halam Shiral Hinweise. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mal lesen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant. Das sind nur die Zeiten. Also hier. Und der Rest. Oh, Selene fehlt. Da haben wir noch was einzusammeln. Hoffentlich ist hier jetzt keiner, der mich sieht. Unser Inventar geht wieder gut voll. Da sind Leute. Flüsternder Elf. Du bist anscheinend wichtig. Ich muss wieder zurück, bevor mich noch jemand vermisst. Cole. Die Gesichter reden, aber sie bewegen sich nicht. Seide auf Satin, auf Haut. Stets sehnend. Tugendhaft und doch getrieben. Es sind zu viele. Oh Gott, du Armer, dass wir dich hier in dieses Zeug reingefriemelt haben. Geht es euch gut, Cole? Ihr wirkt durcheinander. Noch mehr als üblich. Das ist ja logisch. Sie haben Gesichter hinter den Gesichtern. Lügend. Mit einer Schicht, die die Wahrheit erzählt. Ich weiß nicht, wie ich ihnen helfen soll. Er ist ja so, man kann schon sagen, leicht autistisch in dem Sinne. Er nimmt einfach zu viel auf von seiner Umwelt. Ist schon irgendetwas vorgefallen? Eine Frau ist absichtlich gestolpert. Der Mann, der sie auffing, hat den Raum verlassen. Sie wollten meine Hilfe nicht. Wie vertreibt ihr euch hier die Zeit, Cole? Ein fallender Fächer kann schneidend sein wie ein Kuss. Der heiße Atem des falschen Jungen im entblößten Nacken. Ich habe ihnen geholfen, bis sie mich dazu brachten, aufzuhören. Jetzt haben sie alles vergessen. Okay, gut. Haltet euch von Schwierigkeiten fern, Cole. Socken werden nass, wenn die Flut kommt. Ja, das ist in der Tat richtig. Wir müssen zurück. Eieiei. Ah, das Ansehen. Ach, bin wieder da. Hi. Soll ich mal mit irgendwem quatschen, dass ich wieder hier da bin und so? Seht mich an, hier ist der Inquisitor. Darf ich jetzt weiter gucken? Ich muss ja jetzt nochmal zurück, ne? Da sind noch so viele... Eieiei. War interessant, so ohne diese ganzen... ohne die ganze Action-Passage quasi. Das kann ich noch nicht öffnen, oder? Doch. Lalala. Gut. Cole, hilf mir! Hier muss es noch Sachen geben. Skandalöses Passwort. Was ist denn ein skandalöses Passwort? Wieso fällt mir dazu nur ein? Beim Kaninchen. Sag was Schlimmes. Böses Kaninchen. Oh Mann, gehen die. Oh, ansehbar. Nein, das. Ah, ja, ich komme. Oh Mann. Ich bin ja wieder da. Oh, jetzt habe ich es wieder 31. Wieso das denn jetzt? Wo muss ich hin? Das ist total verwirrend hier, ehrlich gesagt. Eingang zum königlichen Flügel. Ist der da hinten jetzt auf? Das wäre noch eine Idee, wo wir jetzt gucken könnten.
Wer wird heute Abend die Interessen von Orsama vertreten? Ja, wahrscheinlich ihr. Ach, verdammt mich. Königlicher Flügel! Eieiei. Irgendwie bin ich hier bei diesem ganzen dramatischen, aristokratischen Getue und Gehege irgendwie gehetzt. Wie kommt das bloß? Oh, warte mal, da waren ja die Elfen. Können wir die nochmal belauschen? Trophäenzimmer. Ah ja? Versperrt. Shit. Tafel lesen. Kaiser Reville. Gesegnetes Zeitalter. Na, es ist ja nicht so vorteilhaft, das Porträt. Ich hätte nicht gerne so eins. Euch kann man nicht mehr belauschen, ne? Aber mit euch reden kann man. Komm mal her. Wir servieren keine Getränke. Belästigt jemand anderen. Ist ja gut. Hier ist auch eine Tafel. Lambert Volmond. Der prahlende Löwe. Angefertigt von Nathalie Brault für Kaiser Judicael. Zum Gedenken an die Schlacht von Eslade. Ich glaube, ich kenne das. So, hier hinten waren die, ja, genau, da steht Bulle. Sei vorsichtig mit dem Tablett. Gespard vergeudet seine Zeit. Nichts, was er ist schon wieder eine Kaiser Judicael der Zweite. Oh, der sieht schon ein bisschen sympathischer aus. Darüber hätte er nachdenken sollen, bevor er damit gedroht hat, sie alle in ihren Häusern zu verbrennen. Die Themen sind wieder vorzüglich. Durchsuche die Zimmer im Obergeschoss des Gästeflügels. Oh, Mann! Wo muss ich... Ich markiere mir das mal. Das ist da oben. Wahrscheinlich hier. Hier waren wir noch nicht. Lass mich mal durch. Ich hab's eilig. Stimmt es, dass Andraste den Inquisitor aus dem Nichts gerettet hat? Haben wir das jetzt nicht schon besprochen mit Andraste und so? Die Leute... Ach ja, stimmt. Die Leute wissen das ja nicht, weil ich die Gerüchte nicht bestätigt habe. So, ich hoffe, das reicht von der Zeit her. Huch, was hier? Nichts. Shepard, lauf, mein guter Lauf. Interessant. Lauschen. Hau rein. Das sagt ihr nur, weil euch die Hofabtrünnige der Kaiserin so gut gefällt. Ah, ja. Es macht mich krank, wenn ich auch nur daran denke, welches Chaos diese Malefikare überall im Kaiserreich anrichten. Selbst ihr könnt nicht bestreiten, dass die Templer die Gläubigen in ihrer dunkelsten Stunde im Stich gelassen haben. Wie könnt ihr das gutheißen? Wenn ihr mich fragt, sind sie diejenigen, die in ihre Schranken gewiesen werden sollten. 10 von 30 Informationen schon. Ansehen bei Hofe sinkt schon wieder. Ach du grüne Neune. Hinunter. Shepard, krabbel da jetzt runter. Du, do it. Fall eben runter. 30. Freunde, das ist ein EKG hin und her. Ich verliere, gewinne, das Spiel der Intrigen. Ja, und wie es da weitergeht, seht ihr dann aber auch erst im nächsten Part. Ja, wie gesagt, 2 Folgen machen wir, ne? Der Ball ist einfach zu schön. Gut, bis dann und ja, tschüss.